Herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Rollercoaster Tycoon 3. Das Expansionsset mit Wild und mit Charcoon, oder heißt das Charcoon? Ich glaube mit Charcoon. Moment, wir gucken einfach mal. Mit Soaked, Entschuldigung, mit Soaked. Genau, und Wild. Sehr schön. Ich freue mich tierisch auf dieses Let's Play. Rollercoaster ist ein geiles Spiel. In den ersten Missionen werden wir uns mehr oder weniger noch keine eigenen Achterbahnen bauen. Wir werden so das Zeug nehmen, was wir zur Verfügung haben. Und danach werden wir immer geilere Parks machen, immer schönere Parks, immer gefährlichere Parks, größere Parks, mehr Attraktionen, mehr Achterbahnen. Am Anfang ist ja noch eher diese anderen Sachen. Und ich würde sagen, wir gehen in den Karrieremodus. Ja, wir fangen an mit Tycoon 3, genau. Karriere auswählen. Let's go! Ja, natürlich. Wie ihr seht, ich habe das Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe keinen Spielstand mehr drauf. Mal schauen. Habe ich es damals durchgespielt? Ich glaube, Rollercoaster 3 habe ich durchgespielt, die Expansionszeit nicht durchgespielt. Wir gehen natürlich direkt hier oben in die erste Map. Szenario 1. Let's go! Ist natürlich jetzt mal ein Spiel, wo ich nicht sterben kann. Aber das ist mal was anderes. Weil das ist ein Spiel... Warum ist denn die PlayStation so laut neben mir? Was ist los mit ihr, mein Freund? Das ist mal ein Spiel, wo man zeigen kann, was man drauf hat. Spaß hat. Lustige Sachen passieren. Ich habe schon gesagt zu einem Freund, ich spiele es extra für dich und wir werden so viel Kotze in den Parks haben, mit Absicht. Wir werden nur... Irgendwann werden wir mit Absicht nicht sauber machen und nur noch Kotze sehen. Oh yeah. Das ist ja gar nicht Vollbild. Ja, da könnte man im nächsten Part nochmal gucken, ob man vielleicht mal irgendwie ein Vollbild hinbekommt. Was baut man als erstes? Ein Compact? Ja, bauen wir das. Eigene Strecke? Nee, machen wir ein Lifting. Yeah. Wie groß ist der? Ja gut, steht ja schon 22 mal 15. 15.900 Euro kostet der. Ist ja nicht gerade billig. Kann ich den überhaupt hier hinbauen? Der ist ja riesig. Nee. So. Müsste ich ihn aber umdrehen. Ansonsten finde ich niemals den Eingang dazu. Ich konnte doch eben hier bauen. Da. Da war der Snap Point. Da. Nein, nicht genügend Geld. Wir haben nur 10.000. Super. Dann bauen wir dich halt nicht. Was bauen wir dann? Karussell. Ja, bauen wir mal einen Luftkatapult. Ach, das haben wir ja schon. Das ist doch, meinst du, doch viel größer. Dann halt nicht. Da brauchen wir nicht so viel. Da brauchen wir keinen Eingang. Nee. Nö. Zack. Nö. Also normalerweise kann man bei Attraktionen, die richtig gut laufen, dann noch so Wege bauen, die da direkt dahin führen. Dann stellen sich die Leute da an und haben Spaß und sind blöd. Jetzt bauen wir so ein Hütchen. Ja, so ein Burger-Hütchen. Hat super geklappt, das Burger-Hütchen erstmal falsch rumgestellt. Ich würde es gerne verkaufen. Nimmt ihr überhaupt Kunden so an? Doch, hier unten. War sogar richtig. Ja, Getränke machen wir auch gleich. Ja doch, die gucken alle nach oben. Ja doch, das bascht, Leute, das bascht. Ja, ein Eis nehmen wir auch gleich mit. Getränke, Eis und Burger. Was will man mehr in seinem Park? Fürs Wichtigste ist schon gesorgt. Ein paar Ballons noch schnell verkaufen. Kinder schreien schon.
Geldautomat brauchen wir auch unbedingt, damit die Leute Geld holen. Wir wollen ja auch was verdienen. Wir sind sogar schon ein bisschen laut. Ist das gebabbelt hier? Sehr schön. Was brauchen wir noch? Informationen, damit die Leute wissen, wo sie hin sollen. Informationen. Ja, ich drehe die jetzt, Alter. Ich meine, die Map, die geht schnell. Das ist jetzt eins. Das ist jetzt ganz einfach. Es geht ja hier. Ach, wir haben Toiletten auch noch auf jeden Fall. Es geht ja hier darum, schnell ein bisschen Kohle zu machen. Unser Missionsziel sehen wir auch nochmal hier. Wir sollen ja, wenn wir Bronze machen, 400 Besucher in den Parkglocken, Mindestverkehrwert von 20 Millionen, 20.000 haben. Aber wir wollen natürlich im ersten Level noch Gold schaffen. Bedeutet, wir wollen 600 Besucher in den Parkglocken und 100.000, ich sage jetzt mal, Marktwert für den Park haben. Ich hätte ja gern angezeigt in Gratentius. Was schreien die denn so hier? 306. Hallo? Können ja wieder noch was bauen. Verrücktes Golf. Eine Enterprise. Fällt mir nicht. Ein Windsurfer gibt's jetzt auch hier. Ja, bau es hier ins Eck, dann haben wir noch ein bisschen. Jetzt kann ich es euch zeigen mit dem Weg, was ich jetzt gemeint hatte. Wo sind sie denn hier? Das hier sind die Wege, wo die sich dann anstellen. Hier steht ja schon Enterprise. Hier oben, wenn sie gehen, brauchen wir das nicht unbedingt. Dann gehen sie direkt hier hin und wieder raus. Wichtig ist immer, das anzuschließen. Ansonsten gibt es natürlich keine Besucher. Und das Ding macht Minus anstatt Plus. Die Besucher haben Schwierigkeiten, zum Burger zu gelangen. Ist das nicht das, was ich vorhin gesagt habe, dass es eventuell falsch steht? Ja, weil nichts genau im Eingang steht. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Kann ich dich eigentlich drehen oder löschen? Löschen kann ich nicht. Okay. Bauen wir halt nochmal neu auf. Ist ja auch egal. Yep. So sieht's doch besser aus. Leute, jetzt kauft Burger. Hier gibt es frische Burger für euch. Frische Hamburger. Obwohl, ich mag ja eher Chicken Burger. Frische Chicken Burger für alle. Könnt ihr mal hier zugucken, wenn er es gleich hochschießt? Das finde ich so geil im Spiel. Die Leute kotzen einfach mitten auf die Gasse. So, gleich geht der Freefall Tower nach oben. Solange dreht sich die Cola mit Eis. Jeha! Sehr schön, mein Junge. Wieso will hier keiner mitfahren? Guck mal, da sind noch zwei Plätze, die stehen doch direkt davor. Geht rein, los. Geht rein. Oh, yeah. Da ist das Ding nach oben geschossen. Also hier hinten, da die Kettenschaukel, läuft am besten bis jetzt. Da stehen die Leute an wie Schlange, als ob es was umsonst gibt. Statistik, wo war denn Statistik noch? Wieso da nicht? Hier war es, glaube ich. Nee. Eintrittspreis gibt es hier keinen. Ja, doch hier. Also, wir könnten auch ein Darlehen aufnehmen, was Größeres zu bauen. Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Wir haben einen Verkehrswert von 25.000 und Firmenwert von 27.000. Was uns fehlt, sind hauptsächlich noch die Besucher. Ja. 100.000 wollen wir natürlich erreichen.
früher oder später. Ja, Leute, dann lasst uns erstmal einen Kredit aufnehmen. Dann kriegen wir vielleicht doch noch irgendwas Cooles hier hin. Haben wir natürlich höhere Kosten und höhere Zinsen. Ein Hershey-Verkaufsstand. Cool. Der war hier, ne. Hier. Wo war er denn? Okay, er war hier. Mal wieder als letzter erwischt von allen. Ja, das ist so ein Drink, so ein Kisses, große Tüte Kisses. Kein Drink, denn sonst ja diese Gummisachen da zum Essen. Bleh. Neuer Wegtyp, Unterwassertunnel. Werden wir irgendwann auch mal bauen, wenn wir länger auf der Map sind als jetzt hier. Weil ich denke mal, das hier wird auch mit Abstand der schnellste Part sein. Kettenkarussell. Haben wir sowas? Weil so teuer ist das nicht. Könnte man eigentlich bauen. Bauen wir es hier hin. Mal hier einen Eingang. Hier einen Ausgang. Nee. Ich hätte gerne einen längeren. Ja doch, es klappt. Jaha. Ach so, wir haben unseren eigenen Weg ja hier. Das Haus steht jetzt natürlich hier im Weg. Dann müssen wir das erstmal wieder verkaufen. Nein. Nicht alles verkaufen. Ja, ich möchte da unten weiter bauen, mein Freund. Genau. Hä? Warum gehst du jetzt nach oben? Muss ich das verstehen? Nö. Ich glaube nicht. Bleh! Kotz dich aus, mein Freund. Kotz dich aus. Nö, nee, also das Ding müssen wir auf jeden Fall verkaufen, weil die Leute fallen ja hier einfach runter. Sie sollen ja nicht sterben. Doch, jetzt passt. Mülleimer haben wir auch hier. Sehr schön. 306 Leute. Also die Leute werden nicht mehr. Kohle haben wir. Ich baue mal als nächstes schwingende Achterbahn. Schwingende Achterbahn. Die ist so lang. Die finde ich cooler. Passt hier unten gleich auch besser hin. Problem bei den Achterbeinen ist, zum einen muss ein Platz finden. Und zum anderen diese ewig langen Wege. Wie wir sehen, wir haben nur noch dieses Runter- und Hochgebaue. Wir haben ja jetzt hier den Gang. Jedoch. Dann können wir aber auch direkt dem Pfeil hier folgen. Das ist das Gute. Wo war denn das? Genau. Nein. Der war jetzt ja. Der war jetzt mies. Nee. Du auch weg. Man konnte auch irgendwie direkt hier. Und so rechts und links weitergehen. Weil wir müssen auf jeden Fall runter, ansonsten stehen wir uns gleich hier selbst im Weg. War das nicht hier irgendwo? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe so lange schon nicht mehr gespielt. Hier ist der Weg. Achso, da geht nur das Ding hin. Nein! Warum löscht du es? Warum? Warum? Fassbar. Eingang wählen. Wir würden gerne einen Weg machen, der
Aber man konnte diesen Weg hier auch irgendwie, dass ich hier zum Beispiel runter und hoch gehe. Genau. Yeah. Ja, doch, genau so war das. Nein, es geht nicht weiter. Nein. Weg mit dir. Nein, noch nicht alles. Unglaublich. Können wir hier einfach so runter? Ja, es verschiebt sich. Sehr schön. Zack. Das sollte auch reichen. Dann hier noch. Ach, links wollen wir. Ja, erst eins runter, genau. Dann so. Danach. Andere Seite links. Anderes links. Geht nicht. Dann halt noch ein Stückchen nach vorne. So. Zack, 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 zack. Ja, geh mal ganz runter. Zack, zack, zack. Nein! Falsche Richtung. Ja, genau so. Zack, zack, zack. Und links. Anderes links. Danke. Dann geht's hier durch die Bäume zu dem Stück und dann sind wir doch angeschlossen. Oder wir gehen jetzt einfach hier oben. Ist ja jetzt auch egal. Tschiu. Und schon können wir eröffnen und haben eine neue Achterbahn. Auf dem Weg hierher machen wir nochmal einen Burgerstand. Yeah. Burger sind immer wichtig. Ein Getränkestand auf jeden Fall, damit Leute nicht verdursten. Weil wir kommen nicht mehr Leute in den Park. Verstehe ich gar nicht. Ein paar Ballons vielleicht. Ja. Toiletten auch nochmal hier direkt hinmachen, falls einer kacken muss oder sowas. Oder kotzen muss von mir aus hier nach diesem Park. Sehr schön. 310, jetzt haben wir 4 Leute mehr bekommen. Wir wollen aber mehr. Wir wollen mehr. Hier, ja, ich verklick mich die ganze Zeit. Das ist normal bei mir. Das ist normal, Leute. Also, wir haben jetzt Minus gemacht die ganze Zeit. Im Oktober haben wir 72 Dollar plus gemacht. Ansonsten immer Minus, Minus, Minus. Ja, gut, hier natürlich den Achterbahnbau hauptsächlich Minus gemacht. Hier natürlich jetzt auch 1000. Müssen aber ansonsten hätten wir auch 600. Gut, Landwirtschaft ist natürlich auch einiges draufgegangen. Sonst hätten wir jetzt ein paar Euro plus gemacht, aber wir machen nicht viel plus. Nee. Es ist doch nicht so der gewinnbringende Park, den wir gerne hätten. Neue Attraktion Robobahn. Cool. Yay. Hui, mit dem Propeller. Wir folgen der Achterbahn. Naja, ist aber eine Kinderachterbahn eher. Aber trotzdem ganz cool. Jetzt vorbei. Nö, gefällt mir eigentlich sogar ganz gut. Ja, die Achterbahn ist echt schön. Würde ich auch mal gern mitfahren. Auch wenn es für kleinere ist. Ja, hier ist jetzt nichts dabei, was uns besonders antörnt. Die Robobank können wir uns wahrscheinlich nicht leisten. Was ist ein Elefant? Männlicher Elefant. Weiblicher Elefant. Elefantenbaby. Warum stehst du so rum? Wir haben einen Elefanten. Wir haben einen Elefanten.
Hallo. Dreh dich doch mal um. Ja, er hört auf uns. Was hat er für komische Augen? Cool. Uns läuft ein Elefant durch die Gegend. Wir brauchen unbedingt noch einen neuen Putzmann. Einstellen, Reinigung. Das war ein Mechaniker. Das sind doch keine Putzmann. Der sieht aus wie so ein Mechaniker oder so. Ach, dann kommen wir auch noch mit. Wenn man schon leisten kann, 4 Putzmänner, dann wird es wenigstens mal hier sauber. Wir wollten ja noch nicht die Kotze überall haben. Schrupp, 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 schon ist gleich alles sauber. Sehr schön, Junge. Was sagt jetzt eigentlich die Statistik? Sie haben eine Auszeichnung gehalten, sauberster Park. Also ich sehe gerade viel Kotze. Ekelhafte Dreckskotze. Bahntickets. Nicht mal 500 gemacht. Das ist zu wenig, Leute. Da erwarte ich ein bisschen mehr. Ladenvorrat. Ja gut, bei Ladenverkäufen 14,40. Das ist ein bisschen wenig. Speisen, Getränkeverkauf 66 Euro. Ja gut, das sind dann nur die Ballons wahrscheinlich. Ladenverkäufe. Hier kann man eine Forschung anders dann machen, dass man Achterbahn eher erforscht, eine Wasserbahn, so was man gerade machen will, oder Show-Elemente. Wir können ja mal witzigerweise Show-Elemente machen. Auch voll, dann macht er jetzt die nächsten Dinge hauptsächlich Show-Elemente. Suche Park 400. Mindestverkehrswert 60.000 haben wir auch nicht erreicht. Also wir haben gleich die 400, dann hätten wir auf jeden Fall Bronze schon mal geschafft. Diesen Moment wollen wir natürlich jetzt genießen und abwarten. Noch 2 Stück fehlen und tada! Yes! Besucherpark 500, Mindestverkehrswert 60.000. Aber dies, Freunde, werden wir im nächsten Part weitermachen. Ja gut, dann werden wir 3 Parts brauchen. Für immer einen für Bronze, einen für Silber und einen für Gold. Weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Vielleicht spiele ich auch immer nur mit bis Bronze oder... Je nachdem, Leute. Weil jetzt ist ja die Zeit wieder vorbei. Jetzt haben wir ungefähr 20 Minuten gefahren. Oh, ist das Autoscooter riesig. Warum? Warum ist ein Autoscooter so groß? Oh, hier unten ist ja noch eine coole Fliegerbahn. Die Flieger fliegen überall herum. Tipp und Tipp. Tschack, tschack. Oh, Entschuldigung. Nein! dieser Fail! Was ist das denn? Das war so nicht geplant! Zack! So sieht's besser aus. Wir sehen uns also im nächsten Park wieder, Freunde. Im nächsten Part wieder. Wenn's heißt Rollercoaster 3, dann werden wir versuchen, hier Gold zu erreichen. Also. Ob wir das schaffen werden, sehen wir dann. Bis dann. Ciao.